Hallo, ihr meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Line Ranger. Das Season 3 Update ist ja jetzt schon ein wenig, paar Tage draußen. Und vielleicht haben sich mittlerweile schon einige damit angefreundet, wie das denn jetzt zustande gekommen ist. Ich habe mich ja wieder ein bisschen beruhigt seit dem letzten Mal. Ich habe jetzt auch wieder eine andere Meinung zum Spiel. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr viel auf einmal gewesen. Ich glaube, ich war halt auch ein bisschen pissed, dass Graf Sally halt nicht mehr so OP ist, wie sie halt mal war. Sondern relativ schwach geworden ist. Aber mit Veränderungen muss man leben. Nicht alles ist schlecht geworden. Oder nicht wirklich, nicht vieles ist schlecht geworden, muss ich schon mal sagen. Ja, und ich habe ja das Diskussionsvideo mit dem Emotions, habt ihr ja vielleicht gehört mittlerweile schon. Und da sind wir auch zum Schluss gekommen, dass... Ne, sind wir nicht. Da sind wir danach in unserem Einzelgespräch noch zum Schluss gekommen, dass Jacob ziemlich stark ist. 2000 Schaden grundsätzlich, dass es mehr als alle anderen haben. Selbst AT-32 hat weniger, Sally hat weniger und Monkey definitiv sowieso weniger. Und dann halt noch den Schaden 450%. Also ist jetzt nicht schlecht. Deswegen, Jacob nehme ich mit rein. Das Team levelt noch so ein bisschen. Das habe ich aktuell wirklich nur dabei, um zu leveln. Clark habe ich ja noch. Okay, ich muss auf jeden Fall ein bisschen wieder ein bisschen leveln. Den packe ich dann einfach mal rein. Der hat ein Talent schon direkt schon standardmäßig. Einfach mal 10% des Schadens. Und dann doch ein Stun. Ist ja interessant. Also viel ist er jetzt nicht unbedingt sehr stark. Okay, da haben wir ja noch Sneaker Sally und durch Gacha bekommen. Roboter Edward. Sneaker Sally macht jetzt nicht allzu viel Schaden. Und Goldrosen-Conny ist halt die... Ist das die gewesen? Ja, das ist die gewesen. Siehst du, habe ich sogar durch den Gacha bekommen, glaube ich. Und ich habe gesagt, ich habe die gar nicht bekommen. Habe ich ja gelogen. Ja, wir nehmen es dafür erstmal so mit. Und es gibt ja jetzt seit... diesem Update Season 3 gibt es ja auch durch das Freundschaftsgacha 1 bis 4 Sterne. Wenn man das dann mal anguckt. Und es gibt jetzt komplett neue 4 Sterne Ranger. Ihr seht 1 plus 4, deswegen werden wir das jetzt auch wieder machen. Aber erstmal denke ich, werden wir das jetzt ruhen lassen und werden wir einfach mal ein bisschen weiter im Hauptlevel gehen. Wobei, nee, wir gehen erstmal nicht im Hauptlevel. Wir müssen nämlich noch einige andere Features testen. Nur mal so zur Info noch an euch. Wir haben jetzt mittlerweile mit Emotions, also Emotions und ich haben uns abgesprochen, wir werden jetzt, also wir haben eine Mindestanforderung eingeführt. Und zwar ist diese Mindestanforderung, die seht ihr halt. Normalerweise seht ihr, wenn ihr Kleine anguckt oder Dings anguckt, bei mir steht es ja bei Info verwalten. Das habe ich drin gelassen, um ein bisschen Werbung für mich zu machen, ne? Kann nicht schaden. Mindestlevel ist jetzt Meister Level 1. Das heißt, vor Level 100 kommt ihr leider nicht in die Gilde rein. Ich musste das machen, tut mir natürlich leid. Für die Leute, die jetzt natürlich hier so, ne? Aber ich musste das machen, einfach aus dem Grund, dass wir ein bisschen eingrenzen mussten. Damit wir halt genug Platz da haben, um viele, viele zu versorgen. Weißt du, jetzt habe ich ja mittlerweile schon wieder 56 von 60. Es ist wirklich problematisch, die Anzahl von Guildmitgliedern. Gerade wenn die ganzen Leute zu einem YouTuber wollen, ist das immer ein bisschen problematisch gewesen. Aus dem Grund, versteht es bitte, wenn wir unter Level 100 leider keinen reinlassen können. Es tut mir auch leid, wenn es immer mehr Mitglieder gibt und immer weniger Anfragen, dann werde ich das natürlich runtersetzen. Habe ich aber so ein bisschen Zweifel daran, deswegen einfach ein bisschen leveln. Ich denke, ihr schafft das. Ich schaffe das definitiv. So, wir haben ein paar Freundschaftspunkte, die werden wir definitiv dann auch nochmal einnehmen durch diese, ne? Durch die Freundschaftsgacha. Jetzt, was mich interessiert, haben wir immer noch die 250 Ranger-Limitierung? 300! Vielen Dank dafür, dass die Ranger mehr sind. Haben wir jetzt auch eine 50... Also 50 Ranger sind wahrscheinlich zugekommen. Jetzt kann man nämlich 50 Ranger mehr speichern in unserem Team statt 250, 300. Sehr nice, vielen Dank dafür. Das ist schon mal was Positives daran. Und dann muss die Eventmission mit täglich Teilnahme an Gildenangriff 3 Stück. Dann kriegen wir 100 dieser Punkte. Dann nehmen wir auch nochmal 100 Punkte mit. Hilfe nach der Freunde kriegen wir später noch dazu. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach erstmal mit dem PvP an. Und zwar ist das jetzt ganz komplett Neues. Man hat jetzt ein Liga-System. Meine Liga ermittelt sich durch die ersten 3 PvP-Kämpfe. Bilder und Namen werden in meinem Rang angezeigt. Top ist mittlerweile er mit 1200 Pokalen. Und ihr seht da schon Bronze 3-2-1, Silber 3-2-1, Gold 3-2-1, Platin, Diamant und Champion. Ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so eine Mischung aus League of Legends und Clash of Clans, die Rankings. Aber das ist okay. Genieße den Einzelkampf. Reichlich Belohnung. Und ja, schön. So, wie komme ich hier wieder zurück? Da hier oben. So, man hat auch noch einen Shop, das ist ja logisch, eine Belohnung, Aufzeichnung, Belohnung. Okay, man muss erstmal, hier kann man anscheinend noch das Land einwählen, werden natürlich Deutschland wählen, ist ja logisch. Aufzeichnung kann man, glaube ich, den Kampf aufzeichnen lassen. Ich würde sagen, wir kämpfen jetzt einfach erstmal und wir fordern eine Stufe 30er auch heraus, also ein Meisternutzer Stufe 30 und den schauen wir uns auch einfach mal. Wir nehmen natürlich alles wieder mit, logisch. Ein Gildenwächter hilft im PvP, triff eine Wahl.
Können wir bisher noch nicht machen, weil wir in dem Gilden, in diesen Gilden-Leveln bisher noch keine diese Wächter freigeschaltet haben. Aus diesem Grund werden bisher noch keine Wächter vorhanden sein am Anfang. Deswegen wundert euch da nicht, die sind noch alle gesperrt, bis man sie freischaltet. So, 8032, da haben wir noch einen Jacob. Oh, Jacob, eine richtig hohe Range dazu bekommen. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig schön. Dass Jacob eine richtig schöne Range dazu bekommen hat. Die ist definitiv anders. Wir werden Jacob wird unser Core, denke ich mal. Unser Core-Gegner werden. Bam. Also unser Core-Einheit werden. Denke ich, so. Ziemlich stark bin ich dafür. Wer hat nämlich, ne? Schaden, 2000 Schaden. Und wer dann den Skim hat, 15%ige Chance, hatte ich geschaut, gehabt auf dieser Line Ranger Bookseite. Bam! Gesniped und schon mal ordentlich Schaden am Tower verursacht. Sally natürlich noch. Na, das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung von dir. Er hat mir direkt noch eine Sally-Rakete reingeballert mit Stun und hat natürlich alle Ranger getötet. Alle. Okay. Es ist halt ein Meisternutzer Stufe 30. Das PvP ist unbalanced ohne Ende. Da muss man sich gerade aktuell noch nicht so ein bisschen wundern. Okay, das kann ich aber auch, Kollege. Okay, ich habe keine Ranger mehr. Hat er alle getötet anscheinend, so wie ich das sehe. Gegen den ist es unmöglich zu gewinnen. Kann man vergessen. Ich denke, das wird gegen den unmöglich sein. Das kannst du einfach nicht mehr schaffen. Ja, man hat einfach zu krasses gehabt. Das entscheidet sich natürlich immer relativ am Anfang. Gegen das ist einfach zu heftig gewesen. Guck dir, was er für ein Team hat. Das ist einfach... Viele haben wirklich den PvP-Balance bemängelt. Wird hoffentlich noch gepatcht. Ich habe es öfters schon gesagt. Gebt jedem verdammten Ranger einen Wert und ermittelt den Durchschnittswert. Und gegen diese Kehlake muss man kämpfen. Es hat so keinen Sinn. Ich hätte alles benutzen können. Ich hätte niemals im Leben gewonnen. Niemals. Also, PvP ist immer noch scheiße. So. Minus 17 und der hat plus 6... Ah, ne, plus 6 Dings... Plus 6 Arena-Punkte. Dafür, dass man irgendwie 89.000 braucht oder so für den Shop. Stufe 33. Dann hast du natürlich auch mal solche Gegner, ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mit. Zwei Federn kostet das jetzt immer. Das heißt, sie können fünfmal am Tag PvP machen. Das ist dann halt einfach, also auf einmal. Das ist dann wirklich die, die du halt für den tägliche Event brauchst, ne? Okay, der Gegner macht bisher noch... Er macht gar nichts, okay. Man kann also theoretisch anscheinend immer weitersuchen, glaube ich. Bis man halt einen Gegner gefunden hat, gegen den man kämpfen möchte. Was bekomme ich? 12 dazu, na gut. Erst Bronze 3, ich bin halt noch unranked. Aber es hat bei Aufzeichnungen. Kann man also sich theoretisch die Kämpfe nochmal angucken, die man... Hier ist also nochmal so eine History drin. Guck mal, jetzt kann ich zum Beispiel abdrücken. Ach ne, hier kann man hier oben zum Beispiel 54, habe ich keinen Bock. Aktuellen Gegner. Ach, so einen aktuellen Gegner suchen heißt also, ne, einen anderen Gegner suchen. Warum sollte ich 1000 Gold bezahlen, wenn ich hier raufklicken kann? Da fuck. Ach ne, ist immer der gleiche, oder? Ja, ist leider immer der gleiche. Okay. Dann werden wir einen anderen Gegner suchen, da habe ich nichts gesagt. Meisterstufe 92, schauen wir mal. Also 1000 Coins ist definitiv nicht wert, macht es nicht. Es ist zu teuer. Es ist definitiv zu teuer. Dafür, dass die ganzen Coinbelohnungen definitiv runtergesetzt wurden, macht es bitte nicht. Also kämpft entweder oder vor allem das Ranking ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache ihr kriegt die Punkte. So, Eisgefängnis, ne? Ja. So, Sally gleich vielleicht noch ein... Ja, mein Monk ist leider schon tot. Das ist lame. Dieses PvP ist einfach nur lame. So, zack, nächster. Der hat schon wieder alles weggehauen. Alle. Du kannst PvP... Ich kann mich da nur jedes Mal drüber aufregen. Du kannst PvP nicht spielen. Was soll das? Sally hat lustigerweise instant die Fähigkeit benutzt, ne? Ah, komm, das kann ich auch, Alter. Ja, toll, jetzt hat er... Ne, hat er nicht. Er hat natürlich jetzt Hellfire benutzt bei... meiner Supergottgleichheit. So, bam. Schauen wir mal, ob das noch was wird. Ansonsten, also kannst du wirklich PvP vergessen. Aber es sieht an sich erstmal ganz gut aus. Das ist ein bisschen gestunt gewesen. Macht aber halt enorm viel Schaden, ne? Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus für uns. Wenn jetzt Sally mal irgendwie einen verdammten Buff machen würde, wäre das total geil. So, Monk mal ganz kurz schnell nach vorne schicken. Sally, Buff bitte! Danke! So, das war es jetzt wahrscheinlich gewesen. Wenn die jetzt immer wieder 2000 Schaden machen.
Und ich glaube, das sind auch wirklich Echtwerte, ne? Die 2000 Schaden. Das heißt, also, waren, glaube ich, vorher auch schon Echtwerte gewesen. Aber wie es Emotions in dem Diskussionsvideo schon gesagt hatte, oder weiß nicht, was er da gesagt hatte, diese kleineren Zahlen. Ne, nicht im Diskussionsvideo, hat er vorher mit mir besprochen gehabt. Diese kleineren Zahlen sind einfach wesentlich was anderes als diese gigantischen Zahlen, wenn da irgendein James 150 Milliarden HP oder so hat. Das ist einfach wirklich was komplett anderes. So, ich bin jetzt in Bronze 2 gerankt worden. Danke, schönen Dank. Belohnung, jetzt schauen wir mal, was unsere Belohnung wäre. Lohn für Tagesrang, okay, 95, vielen Dank. Glückwunsch, Liga erfolgreich beigetreten, okay. 25 Rubine und 700. Achso, okay, das war das 2 gewesen. Und jetzt habe ich für Bronze 3 habe ich nochmal 20 Rubine und 400 Dings bekommen. Interessant. Gildenangriff. Achso, die Belohnung für den Gildenangriff. Natürlich, muss ich auch noch mitnehmen. Da hatte ich hier einmal bei dem hier, das war noch der Anfang gewesen. Da hatte ich ein bisschen beschissen gekämpft. Glücksmünzkiste wird aufgeratzt. Und da kriege ich 35.000 Coins. Und eine 1 bis 3 Stern Panzerkiste. Da ist halt ein Item mit drin. Und hier habe ich 36% dazu beigetragen. Habe ich den meisten Schaden gemacht. 304 bekomme ich. 380 durch den... Generell durch den Sieg, glaube ich. Dann haben wir hier noch letzte zwei Kisten bekommen. Zwei Zubehörkisten. Und die nehmen wir natürlich an. Bling, bling, Ohrringe. Physische Angriff plus 65. Und da haben wir nochmal Trickchance plus 0,4%. Was Trickchance ist, sind Emotions sich immer noch uneinig. Also ich glaube, es kann sein, dass das die Ausweichchance ist. Kann das sein? Dass das die Chance ist zu blocken? Bin ich unsicher. So, und ihr seht, also ich habe 1229... Coins, updaten kann man natürlich auch für Rubine, logisch. Und man kann sich halt für 97.000 könnte man sich ja Phoenix-Schuhe kaufen. Trickschance, Fertigkeit, Abwehr und physische Defense. Oder halt eine Elektrosäge, physische Angriff plus 353, kritischer Schaden plus 39% und die kritische Trefferchance. Und dann gibt es halt Arena-Shop, Gilden-Shop und halt diesen PvP-Shop. Auf jeden Fall ist es interessant. Wir werden jeden Tag, hat keinen Sinn. Ich muss jeden kämpfen, auch wenn ich wirklich verliere. Ich werde eigentlich auch versuchen, nicht hier unbedingt die Skills immer zu benutzen, weil die sind viel zu teuer für den PvP. Wobei natürlich die Belohnung aber nicht gerade ohne ist, ne? Das ist einfach zu teuer. Ich bin unsicher. Ich bin wirklich unsicher. Ich weiß es nicht. Also, da bin ich mir echt noch unentschlossen. 722.000 Coins mittlerweile wieder. Ich habe hier die 1 Million für die Gilde ausgegeben. Seid froh, dass ich es gemacht habe. 1 Million Coins ist jetzt nicht gerade wenig, was man da ausgeben musste. Ah, falsch, ich wollte Sally reinsetzen. Aber ich glaube, ich habe eh verloren. Ja. Das ist eh verloren. Der Gegner ist aber viel zu stark. Seht ihr das, wie stark der ist? Er ist super, super Stufe 99. Ich weiß nicht, was Line Ranger sich dabei gedacht hat. Ich werde das verlieren. Das ist mir auch egal. Was sich Line Ranger dabei gedacht hat, das ist einfach falsch. Du kannst mit Stufe 41 nicht gegen den 300, gegen den Stufe 33er kämpfen. Du kannst auch gegen mit einer Stufe 41 nicht gegen den Stufe 99er Supermeister kämpfen. Das geht einfach nicht. Ich will überhaupt nicht mal wissen, gegen wen ich kämpfe. Ich kämpfe einfach. So, der kann man sich dann später die ganzen Freunde mitnehmen. Sonja, Wilson, Tutankiki und wahrscheinlich wieder Super 99. Nein, nur Stufe 93. Ist aber auch unglaublich hoch. Also es hat, mir fehlt so die Frontline, ne? Also alle sterben halt instant. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich habe keine Verteidigung. Ich kann keinen Ranger reinschicken. Er schickt natürlich direkt Supergottgleichheit, warum nicht? Ich kann unmöglich. Ich habe keine Tanks. Monk ist der einzige Tank, den ich habe. Ich kann mal nachgucken, vielleicht habe ich noch irgendwo einen anderen Tank. Aber generell, da die Ranger, die Kristallproduktionsrate so niedrig ist, hat das eh keinen Sinn. Ja, alle instant tot. Selbst die Freunde, die jedes Mal instant kommen. Hier, Freunde, bam, tot. PvP ist schlecht. Das war vorher so und das ist immer noch so. Schade. Da haben sie sich wirklich leider null gebessert. Sogar noch verschlechtert haben sie sich. Egal, wir kriegen 8 Punkte. Das ist okay. Ganze 8 Punkte. So lächerlich. Weil du musst hier gegen sowas kämpfen, weißt du? Gegen die beiden natürlich, die vielleicht mal fair waren, habe ich gewonnen. Egal. So, wir haben PvP jetzt also ein bisschen erkundet. Werde ich jetzt jeden Tag machen. Mit oder ohne Video, weiß ich nicht. Also jetzt kommen mittlerweile auch 2 Videos pro Tag, Line Ranger. Ne? Ihr wollt ja Line Ranger, also kriegt ihr Line Ranger. Und das war es auch von meiner Seite erstmal so gewesen. Beim nächsten Mal gehen wir Arena durch. Da gibt es die Arena-Funktion. Und ja, seid gespannt, was das werden wird. Auf jeden Fall bin ich's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Line Ranger. Ciao, Leute.